Hallo Leute, neues Video zum Besserwerden. Es wird wieder mal Zeit. Und zwar geht es um das Thema, warum viele Spieler beim selbstständigen Training keine Erfolge sehen, keine Fortschritte. Und da gibt es einige Fehler, die oft begangen werden. Der erste größte Fehler unserer Meinung nach ist die Intensität. Oft wird die Intensität überschätzt beim eigenen Training. Und da kommt natürlich das 360 Football Personal Training ins Spiel. Da musst du zu uns kommen und dann ist das Ganze geregelt. Nein, Spaß. Beim selbstständigen Training wird das oft wirklich überschätzt und wir möchten dir das anhand von einigen Beispielen auch zeigen, damit du diese Fehler nicht begehst. Neben dem mit der Intensität, der zweite Punkt, ich denke, das ist etwas, das wir auch zu wenig gemacht haben, sind die Fortschritte zu tracken, aufzuschreiben, beispielsweise beim Krafttraining, wie viele Wiederholungen du gemacht hast oder auch Videos aufzunehmen bei einer Ballhandling-Übung, damit du siehst, wie du Step by Step besser wirst. Ich würde mal sagen, wir legen los mit dem ersten Beispiel mit einer Ballkontrollübung, wo wir dir zeigen, wie es nicht gemacht werden soll, wie es aber oft gemacht wird und auf was du achten solltest, damit du schneller besser wirst und dort die Fortschritte siehst. Konkret jetzt bei einer Ballkontrollübung sehen wir oft, so wird es gemacht, dann erhalten wir vielleicht noch ein Video, so sieht das die ganze Zeit aus. Sicher schön und gut, ein bisschen die Grundtechnik aufzubauen, aber wenn du wirklich, wirklich Fortschritte machen möchtest, dann muss einfach Tempo da sein, du musst an deinem Limit sein, damit du besser wirst. Beispielsweise hier würde ich dann versuchen, das Tempo zu steigern, wirklich ans Maximum zu gehen. Vielleicht passieren dann auch ein paar Fehler, aber nur so wirst du besser. Ganz, ganz wichtig. Oftmals sieht man das Problem auch schon bei Basic-Übungen. Da denkt man sich natürlich auch oft, ja, die habe ich im Griff, das ist kein Problem. Dann wird sie halbherzig gemacht. Als Beispiel diese Übung, bekannte Ballhandling-Übung. Sieht das so aus. Dabei kann man sich auch hier effektiv steigern. Die Intensität muss stimmen, das Tempo muss stimmen und da kann man sich auch hier wirklich ans Limit pushen. Als Beispiel so richtig Tempo machen, hochschauen zwischendrin, hochschauen. Vielleicht passiert dann auch mal ein Fehler, aber so wirst du effektiv besser, wenn du an deinem Leistungslimit bist. Beginnt schon bei den Basics, ganz wichtig. Ja Leute, kommen wir nun zum zweiten Tipp. Nick hat vorher schon gesagt, über das Krafttraining mit dem Tracken, das ist eine so einfache Methode, dich zu steigern. Darum, ich lege euch das ans Herz, macht das unbedingt. Kommen wir zur Hassübung von vielen Spielern, die Planks. Nicht gerade so geil die Übung, aber man muss sie machen. Und bei vielen Spielern höre ich oder hört Nick, dass sie wochenweise 2 Minuten immer halten und so siehst du leider keine Fortschritte. Darum, ich empfehle euch, steigert euch bei jeder Trainingseinheit um ca. 5-10 Sekunden. Das ist nicht viel, aber mit der Zeit wirst du einen erheblichen Unterschied merken. Das ist jetzt eine Art gewesen, um sich zu steigern. Und jetzt kommen wir zur zweiten Art, um sich zu steigern, zum Beispiel bei den Liegestützen. Wenn du 15 saubere Liegestütze schaffst, dann versuch eine andere Variation, eine schwierige Variation zu machen. Beispielsweise Liegestütze mitklatschen und dort kommen wir nachher zu einem Beispiel. Zusammengefasst, es gibt 2 Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist, dass du dich steigern solltest, egal ob es jetzt die Zeit ist oder ob die Wiederholung der Übung. Und der zweite Schwerpunkt ist, wenn du merkst, die Übung ist zu einfach, dann kannst du die Übung erschweren. So, Training fertig für heute. Ja, gehen wir duschen. Ja, ist das streng gewesen. Ja, Leute, das war natürlich nur Spaß. Wenn ihr Liegestütze macht. 1, 2. Und ihr merkt, es ist zu einfach, dann könnt ihr auch das Klatschen einbauen. Und so die Intensität steigern. Ja Leute, wie vorher schon erwähnt, kommen wir zu einem Beispiel auf dieser Tafel.
fangen wir den Plank an im ersten Training mit 1 Minute. Dann haben wir schon im zweiten Training 1 Minute und 5 Sekunden. Wenn man das jetzt 30 Trainingstage durchmacht, dann sind wir am Schluss schon bei 3 Minuten 30. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Steigerung. Und die meisten Spieler machen dies leider nicht. Genau anhand so eines Beispiels sieht man, wie enorm man sich steigern kann, wenn man es will. Und das ist natürlich vieles Kopfsache. Durchziehen, trainieren, besser werden und steigern. Drittes Beispiel sind Fehler beim Ausdauertraining, die sehr oft gemacht werden. Wir hören immer wieder Spieler sagen, dass sie ja, jeden Tag joggen gewesen sind oder jeden zweiten Tag und sich dann trotzdem fragen, warum sie nicht fit sind. Dort ist der Fehler oft so, dass sie immer über die gleiche Distanz, die gleiche Zeit brauchen, immer gleichmäßig joggen, und das ist für Fußball unserer Meinung nach nicht sehr zielführend. Am Anfang ist es ganz okay, ein bisschen für die Grundlagenausdauer, da haben wir übrigens auch noch ein Video, das können wir auch noch unten verlinken. Erst 2 Wochen bei einem Aufbau finden wir das ganz in Ordnung, wenn du joggen gehst, danach aber muss die Intensität gesteigert werden. Hier sind wir wieder beim gleichen Punkt wie vorher, beim Krafttraining oder bei Ballkontrollübungen als Beispiel. Wenn die Zeit immer gleich bleibt, die Intensität, wirst du nicht vorwärts kommen, und darum musst du beispielsweise auch Sprints einbauen in dein Ausdauertraining und dort dann mit der Zeit kürzere Pausen machen, mehr Sprints machen, und somit steigerst du dich wieder. Sonst bleibt alles gleich. Auch da kannst du dich Step by Step steigern und dir überlegen, wie komme ich weiter, damit der Unterschied ausgemacht wird auf dem Platz. Okay, von dem her, nicht nur joggen, nicht nur gleiche Distanz, gleiches Tempo, sondern immer mehr, immer schneller. Nun sind wir schon am Ende vom Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Zusammenfassend, vielleicht nochmal ganz kurz. Beispielsweise bei technischen Übungen Intensität steigern, die Übung schneller ausführen, Blick vom Ball lösen, damit es nicht immer gleich bleibt, sonst machst du technisch keine Fortschritte, schwierigere Übungen wählen, und beim Krafttraining auch immer aufschreiben, wie viel du geschafft hast. Beispielsweise haben wir gehabt mit dem Plank oder Liegestütze, nach einer Zeit schwierigere Übungen wählen, es braucht immer eine Challenge, dein Körper braucht immer eine Challenge. Und dritter Punkt, auch beim Ausdauertraining, Sprints einbauen mit der Zeit und die Intensität steigern. Entweder mehr Sprints machen oder weniger Pause zwischen den Sprints. So sieht's aus. Und bei weiteren Fragen, nicht verzagen, 360 Football-Fragen. Von dem her, auch auf Instagram abonnieren und auch vorbeischauen für unseren Trainingsplan, Personal Training, was auch immer. Wichtig ist, immer besser zu werden und Gas zu geben. Bis zum nächsten Mal.